Hallo ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Heute will ich über die Friedenslilie sprechen. Das ist diese Pflanze hier neben mir. Ihr kennt sie bestimmt aus dem Gartencenter oder aus dem Haus eurer Freunde. Sie ist eine super gängige Hauspflanze. Und ja, viele Leute kommen mit ihr sehr gut zurecht. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, es passt nicht zu ihnen. Und ich will euch in diesem Video ein bisschen erklären, wie die Pflege ist, was diese Pflanze braucht. Was ihr tun müsst, damit ihr mit ihr Erfolg habt, damit es ihr gut geht bei euch zu Hause und damit ihr einfach Spaß mit der Pflanze habt. Zuerst mal ein bisschen zu dem Namen der Pflanze. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist die Friedenslilie oder auch Spathiphyllum oder auch Peace Lily wird sie im Englischen genannt, was Friedenslilie übersetzt ist. Und wir nennen sie auch manchmal noch Einblatt. Sie gehört zu einer Familie, in der auch die Aronstabgewächse sind. Und man kann es auch schon so ein bisschen sehen, wenn man sich die Blüten anguckt. Man hat also diesen einen Dolden, und das ist nicht der botanisch richtige Begriff, ich weiß das. Man hat also diesen einen Dolden und dieses Hüllblatt. Daran erkennt man schon so ein bisschen die Verwandtschaft. Und damit wisst ihr auch automatisch schon, dass es sich um eine Pflanze handelt, die eigentlich in den Tropen vorkommt. Es gibt sie in Brasilien zum Beispiel im tropischen Unterholz, aber auch in Asien kommt sie vor. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Sorten von ihr. Manche bleiben ziemlich klein und werden nur etwa so groß, also was sind das, 25, 30 Zentimeter. Und es gibt welche, die wirklich riesig werden. Also dann wirklich vom Boden hoch, 1,20 Meter hoch oder so. Also es gibt wirklich sehr unterschiedliche Sorten. Die meisten Leute kaufen die Friedenslilie wegen dem Blattschmuck, weil das ist das, was ihr am hauptsächlichsten, am meisten seht bei dieser Pflanze. Ja, wenn ihr in ein Zimmer kommt, wo eine Friedenslilie drin steht, dann fällt euch als erstes mal dieser V-förmige Aufbau und die schönen großen Blätter auf. Die Blüten sind so ein bisschen zweitrangig, aber es gibt auch viele Leute, die die Blüten richtig toll finden. In der Regel sind die weiß und sind, wie gesagt, ein Blatt und dann in der Mitte dieser Dolden. Ich muss sagen, mir gefällt sie besonders gut deswegen, weil sie so ein bisschen Jurassic Park Feeling im Haus versprüht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so ein bisschen Urwald Feeling, Urwald Flair. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, wenn ihr euch die Pflanze so ein bisschen anguckt. Ich denke, als allererstes werde ich ein bisschen über das Gießen sprechen, weil das wirklich super wichtig ist bei dieser Pflanze. Das ist eine Pflanze, die, wenn ihr vergesst, sie zu gießen oder wenn sie zu weit austrocknet, euch wirklich Bescheid gibt. Und dann hängt wirklich das ganze Blattwerk einfach nach unten. Man sieht auch schon so ein bisschen, dass die Blätter super dünn sind. Das heißt, die Pflanze an sich kann gar nicht so viel Wasser speichern, wie jetzt andere Pflanzen es können. Deswegen müsst ihr da beim Gießen einfach mega aufpassen. Sie darf nie komplett austrocknen. Ihr könnt da ein paar Tricks anwenden, indem ihr zum Beispiel einfach immer den Topf hochhebt und dann wisst, wie schwer sie ist. Und dann spürt ihr auch schon, wenn nicht mehr so viel Wasser im Topf ist und könnt sie dann eben gießen. Ihr könnt auch den Finger reinstecken und wenn ihr merkt, dass hier oben schon alles trocken ist, also den Finger in die Erde stecken. Und wenn ihr dann merkt, dass ihr praktisch keine Feuchtigkeit mehr am Finger spürt, dann würdet ihr gießen. Die dritte Möglichkeit, die ihr habt, ist einfach ein Hygrometer kaufen. Das hat dann so zwei lange Stäbe und die könnt ihr dann auch einfach in die Erde stecken und sehen, wie feucht das alles noch ist. Diese Pflanze ist auch richtig gut geeignet für Hydrokultur. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die sie in ihr Aquarium setzen. So, aber jetzt aufpassen, nicht unter Wasser, sondern manche Leute haben ja diese Aquarien, die oben offen sind und die gehen dann her, nehmen ein Spathiphyllum und würden die komplette Erde abwaschen, rausnehmen, dass das also komplett sauber ist und setzen dann praktisch die Pflanze oben drauf. Also die haben dann meistens irgendwie eine Wurzel oder irgendwas in der Art und haben dann die Pflanze da drauf montiert, dass ein paar von den Wurzeln ins Wasser hängen und das sieht wunderschön aus und die Pflanze fühlt sich da sehr, sehr wohl. Kommen wir mal ein bisschen zum Standort, weil das ist auch für die Pflanze super wichtig, dass ihr das richtig hinbekommt oder zumindest so viele Treffer landet beim Thema Standort wie möglich. Tropisches Unterholz bedeutet, dass sie nie in der Natur niemals direkt das Sonnenlicht auf die Blätter bekommt. Und auch das ist, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr euch die Blätter anschaut, die, so dünn wie die sind, könnt ihr euch schon fast vorstellen, wie schnell die verbrennen, wenn da direkte Sonne drauf kommt. Hier bei uns in Deutschland ist das alles ein bisschen entspannter, weil wir haben ja grundsätzlich nicht so viel Sonne wie andere Länder. Aber wenn ihr im Juli oder August diese Pflanze an ein Südfenster stellt, dann habt ihr die wahrscheinlich innerhalb von einem Tag gegrillt. Also wenn ihr ein Südfenster habt, dann 3 bis 4 Meter weit weg. Jetzt gerade, also ich drehe dieses Video im Winter,
brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen, weil ich habe die Sonne, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, ich habe die Sonne seit 4 Wochen nicht mehr gesehen gefühlt. Da könnt ihr so eine Pflanze dann auch direkt ans Fenster stellen, da passiert dann nichts, das ist völlig in Ordnung. Aber passt halt auf, im Sommer kann da schon viel und schnell passieren, dass da eben Verbrennungen stattfinden. Okay, sprechen wir mal ein bisschen über die Luftfeuchtigkeit. Viele von unseren tropischen Pflanzen sind ja große Freunde von hoher Luftfeuchtigkeit. Und das ist bei dem Spatiphyllum auch nicht anders. Deswegen ist es erstmal grundsätzlich eine super Badezimmerpflanze oder Küchenpflanze. Viele Leute haben ja auch in der Küche eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit. Was aber tatsächlich nicht der Fall ist, ist, dass die Blätter euch irgendwie ganz schlimm anfangen abzutrocknen. Also es gibt mal eine braune Spitze irgendwo, aber ich habe sie zum Beispiel jetzt nicht im Badezimmer stehen, wo alle meine luftfeuchtigkeitsempfindlichen Pflanzen stehen, sondern sie steht bei mir im Flur unter einem Wachstumslicht. Ich sehe nicht, dass irgendwo jetzt größer was abtrocknet, also außer jetzt einzelne Blätter mal, aber es ist jetzt nicht so, dass da wirklich jedes Blatt eine braune Spitze hat. Es gibt Pflanzen, die deutlich sensibler auf eine zu geringe Luftfeuchtigkeit reagieren und da seht ihr das dann viel deutlicher als jetzt bei der Friedenslilie. Bei dem Standort, den ihr wählt, solltet ihr auch schauen, dass die Temperaturen natürlich passen. 20 Grad plus wäre gut, also im Prinzip eine ganz normale Raumtemperatur. Dadurch, dass es ja eine tropische Pflanze ist, passt einfach auf, dass sie nicht in die Nähe von offenen Fenstern kommt oder vielleicht von eurer Balkontür, die ihr ständig auf und zu macht, wo dann ständig kalte Luft reinkommt und die Pflanze schädigt. Also das ist schon wichtig und logischerweise darauf folgend könnt ihr sie auch nicht über den Winter draußen lassen. Im Sommer könnt ihr sie natürlich nach draußen stellen, aber auch da ist wichtig, dass ihr eben nicht irgendwie da direkte Sonne drauf bekommt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwelche Büsche im Garten habt oder irgendwelche kleinen Bäume, wo ihr sie drunter stellen könnt, also wo sie dann praktisch davon so ein bisschen abgeschirmt wird, das könnt ihr natürlich machen. Das tut der Pflanze dann natürlich super gut. Sprechen wir mal ein bisschen über Erde und Substrat und Umtopfen und so weiter. Die Pflanze wächst schon relativ flott im Vergleich zu vielen anderen. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt so eine Skala machen muss, da sind ganz viele Pflanzen, wie zum Beispiel die Heuer compacta. Die sitzt bei mir ganz am Ende, wo nichts so richtig wachsen will. Oder auch meine Peperomia obtusifolia wächst auch nicht so schnell. Die hier ist dann schon eher auf der anderen Seite angesiedelt und wächst schon relativ flott. Das heißt, man sieht schon regelmäßig neue Blätter rauskommen. Und deswegen auch unter der Erde wächst die dann halt auch nicht weniger. Und ihr müsst euch schon immer Gedanken darüber machen, ob ihr umtopfen solltet oder nicht. Grundsätzlich, was ich mache, wenn ich eine neue Pflanze kaufe, ich hole sie immer aus dem Topf und schaue mir die Wurzeln an. Und in der Regel ist es so, dass die Pflanze den Topf schon völlig ausfüllt. Das liegt meistens daran, dass die Leute, also nicht die Leute, die Gartencenter, die Pflanzen halt versuchen, in einem möglichst kleinen Topf zu kaufen, weil das halt alles Versandkosten sind oder wie soll ich sagen, Logistikkosten, wenn man einfach größere Töpfe nimmt. Ja, also das summiert sich ja auf. Von daher schaut euch auf jeden Fall an, wie das Wurzelwerk aussieht, ob ihr vielleicht das Substrat tauschen müsst, ob ihr vielleicht einen größeren Topf nehmen müsst. Ihr seht es daran, dass wenn ihr die Pflanze jetzt aus dem Topf rauszieht und ihr seht nur noch Wurzeln rechts und links und gar keine Erde mehr, dann ist es auf jeden Fall an der Zeit, einen größeren Topf zu wählen. Nehmt dann einfach irgendwas, was 20% größer ist im Durchmesser als das, was ihr vorher hattet. Oder vielleicht auch 30%. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Einfach, dass ihr ein bisschen mehr Platz habt, den die Pflanze nutzen kann, um weitere Wurzeln auszubilden. Das Substrat, das ich benutze, ist auch auf gar keinen Fall Gartenerde. Das ist ganz wichtig. Aber was ich benutze, ist Orchideenerde. Also im Prinzip ist das ja Rindenmulch oder es sieht fast aus wie Rindenmulch. Ich sollte nicht Rindenmulch sagen, weil ich keinen Rindenmulch benutze, sondern Orchideenerde, die ja auch keine Erde ist, sondern diese Brocken halt. Ja, das heißt, ich benutze Kokoserde und Orchideenerde gemischt, weil da einfach die Wurzeln am besten durchkommen und das ist ein sehr, sehr luftiges Gemisch und damit kommt die Friedenslilie einfach super zurecht. Ich glaube, bei der Friedenslilie fragen sich viele Leute auch, ob sie Blüten und Blätter abschneiden sollen, die gelb werden. Also vielleicht hier nochmal kurz zur Einordnung. Es gibt ja viele Pflanzen, die 6 Blätter haben
Und wenn da ein Blatt abstirbt, dann kriegt man schon so einen kleinen Herzinfarkt. Das ist bei der Friedenslilie nicht der Fall. Da kommen ständig welche rein und es gehen ständig welche raus. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr ein grünes, ein gelbes Blatt irgendwo habt. Das ist halt einfach so. Und ihr könnt jetzt beides machen. Es gibt ja beide Lager unter den Pflanzenfreunden. Es gibt die Leute, die sagen, sobald das gelb wird, schneide ich das ab. Oder ich lasse das dran, bis es komplett braun ist und richtig knusprig ist. Ja, also ihr könnt beides machen. Es gibt kein richtig oder falsch. Versucht halt immer so nah wie möglich an der Pflanze abzuschneiden. Ansonsten ja, gibt es da eigentlich nicht so eine richtige Regel, würde ich sagen. Beides wird funktionieren. Auch wenn die Blüten abgetrocknet sind, könnt ihr sie auf jeden Fall abschneiden. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel eine, die jetzt gerade am Abtrocknen ist. Das heißt, die Blüte ist fertig und jetzt fängt es an, braun zu werden und wird dann, ja, trocknet einfach immer weiter. Und ich dachte, ich hatte irgendwo eine, die ich schon ganz habe durchtrocknen lassen. Hier. So sieht das dann aus. Und dann könnt ihr auch wirklich hergehen und einfach dem Strang, wie soll ich sagen, dem Stiel bis dorthin folgen, wo ihr ihn nicht mehr seht. Und dort schneidet ihr ihn dann einfach ab. So, zum Thema Krankheiten. Die Friedenslilie ist eigentlich relativ widerstandsfähig gegen die meisten Sachen. Krankheiten und Schädlinge. Schädlinge sind ein anderes Thema. Wenn eine Pflanze, wie soll ich sagen, nicht gekränkt ist, wenn sie geschwächt ist, das Wort habe ich gesucht. Wenn die Pflanze geschwächt ist, dann ist sie immer ein Angriffspunkt für Schädlinge. Das heißt, wenn ihr ihr nicht die ausreichende Helligkeit gebt oder wenn ihr sie regelmäßig zu trocken werden lasst, dann ist sie wirklich leichtes Futter für Schädlinge. Also solange es der Pflanze gut geht, seid ihr da erstmal relativ auf der sicheren Seite. Die ist also kein Magnet für irgendwelche Besonderheiten jetzt im Bereich Krankheiten oder Schädlinge. Der Preis bei den Friedenslilien ist auch super unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich denke, der größte Preistreiber bei denen ist wirklich, wie groß die Pflanze ist, die ihr kauft. Und natürlich auch, welche Spezies es ist. Es gibt ganz kleine, hatte ich ja eben schon gesagt. Die fangen vielleicht irgendwo so bei 3 bis 5 Euro an. Und die hier hat jetzt, glaube ich, die ist von IKEA übrigens. Die Friedenslilie ist eine absolute IKEA-Pflanze. Die hier hatte, glaube ich, 8 Euro gekostet. Und die, ihr seht schon, die hat schon eine richtig stattliche Größe. Und wie gesagt, es gibt ja auch die Sorten, die wirklich richtig, richtig groß werden. Und da zahlt ihr halt wirklich auch einfach für die Pflanzenmasse, die ihr da kauft und auch für die Zeit, die da irgendjemand investiert hat, um die Pflanze so groß zu bekommen. Ich habe auch panachierte Sorten gesehen. Da gibt es dann natürlich auch immer noch einen Preisaufschlag. Wer jetzt sagt, na, die Blüte, die kommt mir nicht oft genug vor und deswegen will ich wirklich was haben, was irgendwie mehr Weiß drin hat, also so ein bisschen mehr dekorativ ist. Die panaschierten Friedenslilien haben dann einfach Teile vom Blatt weiß und das sieht auch sehr schön aus. Ich finde die grüne Version aber genauso schön. Zum Thema Blüte. Wenn ihr jetzt jemand seid, der sich diese Pflanze gekauft hat, weil die Blüten so wunderschön sind, sie sind auch schön, dagegen kann man gar nichts sagen, aber wenn ihr jetzt darauf setzt, dass sie permanent blühen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Grundsätzlich blüht sie so von Januar bis August irgendwo in diesem Zeitraum für ein paar Monate. Aber man muss auch sagen, dass ganz oft, wenn ihr diese Pflanze kauft, ist sie ja in der Blüte. Ja, und das ist auch kein Zufall, sondern ganz viele Produzenten von dieser Pflanze sprühen sie mit einem speziellen Hormon ein und 2 bis 4 Monate später fängt die eben an zu blühen und dann kommt sie in den Verkauf. Das heißt, die Blüte ist sozusagen so ein bisschen gezwungen, einfach um natürlich auch euren Kauf anzuregen, euren Kaufwillen zu fördern. Und dann kommt es halt öfters mal dazu, dass Leute einfach enttäuscht sind, wenn die nach ein paar Monaten aufhört zu blühen und dann auch erstmal nicht mehr weiter blüht, ja, sondern einfach nur eine grüne Hauspflanze ist. Also das kann euch tatsächlich passieren. Wenn der Standort möglichst optimal ist, dann habt ihr eine gute Chance, dass sie wieder blüht. Aber wie gesagt, es ist nichts, worauf ihr immer zählen könnt. Das ist vielleicht eine gute Zuschauerfrage. Wenn ihr dieses Video seht und ihr habt eine Friedenslilie zu Hause, schreibt doch mal, wie oft sie blüht und wie viele Blüten sie dann bekommt. Und wenn ihr so ein Gefühl dafür habt, wovon das abhängt, wann sie blüht, schreibt das doch auch noch dazu. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Ich will euch noch eine Sache zu der Blüte zeigen, was die hier macht. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das ist eine Blüte, die ja so ein bisschen grün ist. Also die ist nicht mehr ganz weiß, sondern die fängt an, grün zu werden.
Und das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es ihr nicht hell genug ist, weil sie jetzt plötzlich auch dieses eine Blütenblatt dazu verwendet, Photosynthese zu betreiben. Ja, also sie hat eigentlich sehr starke Wachstumslichter oben drüber, aber vielleicht reicht ihr das noch nicht. Ich weiß es nicht. Was mir bei dieser Pflanze aufgefallen ist, ist, dass sie sich, wie die meisten Pflanzen, aber bei der hier ist es schon extrem, sich zur Sonne dreht. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Fenster in einer Richtung habt, dann seht ihr schon, wie die Blätter wirklich alle Richtung dieses Fensters gucken. Ich habe sie jetzt unter einem Wachstumslicht stehen, also das Licht kommt tatsächlich von oben. Und mir ist aufgefallen, dass sie dann wirklich richtig schön symmetrisch gewachsen ist und ihre Blätter auch schön aufstellt. Also das ist vielleicht nochmal so ein Tipp, wenn ihr an der Optik so ein bisschen verfeinern wollt. Ein wichtiger Punkt noch zu erwähnen, für alle, die die Haustiere haben, Katzen, die gerne mal an irgendwelchen Pflanzen von euch knabbern oder auch kleine Kinder, die immer noch in der Phase sind, alles in den Mund nehmen zu wollen. Diese Pflanze ist giftig, das heißt, hängt sie hoch, stellt sie hoch oder verzichtet auf sie, bis die Gefahrenzeit vorbei ist. Ich weiß es nicht. Bei manchen Leuten ist die Zeit ja nie vorbei. Ja? Wer eine Katze hat, die alles frisst, der muss wahrscheinlich auf diese Pflanze verzichten. Ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für euer Interesse an der Friedenslilie. Es ist wirklich eine sehr, sehr hübsche Pflanze, für die man nicht viel Geld ausgeben muss und von daher auch eine echte Empfehlung von mir. Wenn ihr aber jemand seid, der gerne mal das Gießen vergisst, dann seid ein bisschen vorsichtig mit dem Kauf dieser Pflanze. Da gibt es vielleicht dann andere Sachen, die dann besser passen. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!